Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus DM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, ich gucke hier gerade auf dieser Kiste, um zu sehen, wie viele 1000 Schienen wir denn noch im System haben und stelle fest, es sind noch jede Menge. Das kann man erstmal so schon mal festhalten an der Stelle. Ja, jetzt kommt es darauf an, dass wir hier sozusagen die einzelnen Kisten und alles, also der Bahnhof halt versetzt wird. Und ja, dabei werde ich wohl oder übel, oder nein, dabei werde ich wohl auch ein wenig den Umbau dieses ganzen Systems hier noch vorantreiben. Und zwar werden wahrscheinlich einige Waren halt im hier vorne nicht mehr hergestellt, wie zum Beispiel Stahl wird denn hier vorne nicht mehr hergestellt, obwohl hier liegt, naja, ein bisschen was liegt ja hier, aber dass das hier sich rein auf die Eisenproduktion konzentrieren kann und dass die Stahlproduktion dann halt hier weiter hinten ist und das in der Stahlproduktion inline auch, weil wir da ja quasi für die Stahlproduktion das Gas brauchen und ähnliches, aber halt eben diese Eisenteile halt, wir auch das Eisenerz dort etwas abknapsen werden, was wir dann dafür nutzen, dass wir diese Flüssigkeit, die hier unten entsteht, irgendwo, wo ist sie denn? Hier, da ist sie, da, hier, da, da entsteht, die auch noch in reichlich vorhanden ist, also jetzt noch nicht zwingend notwendig ist, dass wir hier jetzt Eisenerz, obwohl wir könnten hier einfach mal Eisenerz hin transportieren. Ja, warte. Ich weiß noch nicht, wie ich das am günstigsten machen will. Das ist so die große, das große Ding an der Sache und ihr braucht dort, ah, da müssen wir mal gucken, immer noch solche, so die Dinger will er hier auch upgraden, weil ich da eine Upgrade-Sache draufgesetzt habe, ne? Das muss ich vielleicht auch mal auflösen dort, dass das nicht mehr so stattfindet hier. Hier hat er sogar geupgradet, interessant. Ah ja, die Dinger hat es hier mit erwischt, okay. Dann nehme ich die jetzt einmal hoch. Ich werde die dann einmal wieder setzen. Damit er das nicht andauernd hier in der Kiste hat. So, die hat er sogar auch geupgradet. So, dann nehmen wir die Pipe jetzt hier einmal ab. Damit die Kringel hier mal alle verschwinden. Damit das endlich mal ein Ende hat hier. So, das macht ja nur die Roboter nervös, wenn die ganze Zeit hier sozusagen gesagt bekommen, hier macht doch mal da was Neues hin. So, dann machen wir den hier weg, dann wir den da wieder hin. Ich hätte den Auftrag, dann machen wir den hier weg. Dann wir den da wieder hin. Ja, den Auftrag. So. Komm. So. Gut. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Dann werden wir jetzt hier mal das. Kann ich, wenn ich den drüber setze, dann passiert nichts, ne? Dann nehmen wir das ganze Förderband einmal hoch hier. So, sehr schön. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Wir gehen jetzt auf den Zeiger. Ich mach's jetzt weg. Hat keinen Sinn, aber ich muss trotzdem. Dann ist das hier ein für alle mal diese ganzen Kringel weg hier und die ganzen Kringel los. Wird hier nie wieder irgendwelchen anderen Krempel verursachen. Oder sonstig irgendwelchen Quatsch. Oder dass die Roboter irgendwann einfach mal losfliegen und Dinge tun. Ne, das wollen wir ja auch nicht. Die sind da ja auch immer ein bisschen sehr eigen. So. Irgendwann habe ich es auch in der richtigen Richtung. Alles nur eine Frage der Zeit. Irgendwann kriege ich alles kaputt. Dann machen die das hier noch. Und dann ist das auch erstmal durch. Gut, dann ist hier erstmal das Update raus aus dem Bereich. Und da steht mein Bauzug. Da wurde mir auch schon einiges gesagt zu. Den lasse ich da jetzt erstmal. Also Bauzug hin, wie her, her, wie hin.
muss sowieso meine ganzen Blaupausen jetzt hier mal irgendwann durchverarbeiten wieder. Und ich muss natürlich neue Blaupausen noch wieder anlegen für die ganzen Bauroboter-Geschichten mit den Lampen drin und sowas. Also, da werde ich mir mal eine ganz ruhige Minute nehmen für. So, jetzt versuchen wir hier erstmal den Bahnhof neu zu organisieren. Und das beginnen wir. Wir werden erstmal. Ich lasse den Bahnhof erst. So. Nehmen wir ein paar Gleise und dann gucken wir mal, wo wir hier ankommen. Ne? So. Kommen wir hier so an. Heißt also, ich müsste hier raus. Oko. Da raus und da weiterkommen. Das heißt, der Bahnhof wird sich dann hier in der Höhe abspielen. Hier muss die Weiche dazwischen. Und da muss die Blaupause mit der Weiche dazwischen. Die gibt es auch nicht. Also. Die muss hier dran. So. Ich. Hier wird nämlich. Das ist okay. Das könnte okay sein, ist aber mehr oder minder wahrscheinlich im Weg. Sand, wo kriegt ihr Strom hier? Achso. So, hier ist nochmal so eine Quertrasse, okay. So, dann gucken wir nochmal. So. Eins höher. Weg. Ein Weg? Der Bogen des Gleises im Weg. Wahrscheinlich dieses hier. So. Mal. Das Gleis ist im Weg. Das hier? Jetzt. So. Da soll's hin. Das sollte sich ausgehen bis dahin. Okay. Ach, hier wegen dem der Signal ist gebucht. Gleis im Weg gewesen. Nee. So, dann machen wir dann hier hinter dem Signal den Ausgang bis hier auf diese Höhe. So. Gut, dann geht da der Bahnhof hin. So, jetzt müssen wir natürlich hier dieses ganze Kistengelöt versetzen. Also wir machen jetzt mal hier hinten sozusagen den Durchschnitt, dass das hier jetzt nicht mehr weiter nach oben transportiert wird. So. Und begrenzt, sehr gut. Muss das schön voll liegen mit allem möglichen Material. Damit so ein Umbau von so einem Bahnhof auch richtig funktioniert. Das ist ja immer das Gleiche. Das wollen wir ja immer haben so. So, das heißt also, jetzt muss ich hier diesen Bahnhof da dran beamen. In einer Art und Weise, in der ich das gerne mache. So, dann muss das Gleis hier geradeaus. Theoretisch. Und das Gleis geht dann theoretisch da rein. So. Kann ich schnell einen Bahnhof herstellen? Was fehlt mir dazu? Handgelenk, Leute. Was ist los? Ich werd alt. Bisschen Stahl. Eisenplatten habe ich gerade keine mehr hier. Schade eigentlich. Hm.
Wickel du mal Eisenplatten ab. So, dann brauchen wir ein paar Chips hier. Ich glaube, die brauche ich. Den Bahnhof. Ach ne, den brauche ich. Die hier. So. Lassen wir das erstmal so? Dann können wir es erstmal so lassen, ne? Hof. Wir fangen die Kisten an. Die waren begrenzt auf 3 Stück, ne? Auf 3 Stacks immer. Naja, können wir sie jetzt ja auf 4 Stacks begrenzen oder so? Jetzt übrig, ja, 4. Wer geht das von den Förderbändern hin? Hallo? Geht hier noch ein bisschen was rein, so, okay. Dann haben wir da oben 6 Kisten eingesammelt. Dann können wir das jetzt einsammeln hier. Dann können wir die hier einsammeln. Dann sammle ich hier mal die Kiste ein. Und dann habe ich schon sozusagen das nächstgrößere Problem hier. Weil die Kisten da oben leer kriegen, das könnte schwierig werden. So. Deswegen, weil die nämlich komplett vollgesaugt sind. Hier die leeren Kisten rausnehmen. Was ist denn das für ein Blödsinn, was er da baut? Oh, dahin. Dahin. Müsste ich jetzt alles haben. So. Sehr gut. Und dann müssen jetzt die Kisten hier noch darunter. Genau, ein Stack über dem Ding. So, und dann kann ich jetzt hier die Kisten wieder setzen. Dann können wir jetzt hier die Linkarm-Robotis setzen. Das sieht ja jetzt erstmal hochprofessionell aus, ne? Weiß ich nicht, sieht das auch professionell aus? Brauchen wir so ein Dings hier. Oh, einen hier brauche ich mal. Den brauche ich hier nicht mehr, ne? Oder? Doch, den brauche ich, um die Kisten hier anzusteuern. Ach, hier oben hat alles gar keinen Strom mehr, ne? Das ist natürlich auch gut. Haben wir dann sauber hingekriegt. So. Ich wundere mich, warum nichts mehr baut, aber. Ja, das kann ich mir jetzt erklären. Oh, ich habe sogar welche, ich habe davon. So, also hier müsste der nächste, würde dann quasi hier hinkommen. Der Bahnhof hat nicht so eine Länge, oder? Nee. War das durch den Bahnhof nicht gut, ja echt. So gut, dass ich das Ding wieder nicht setzen kann.
Hier kommt einer hin. Hier kommt einer hin. So, wir müssen dennoch drüber nachdenken, dass wir vielleicht eventuell fast Stapelgreifer mal hier oben drin. Damit wir schön schnell Dinger belegen konnten. Da müssen wir uns trotzdem mal überlegen, wie wir die generell jetzt hier beschicken. Ne? Wir sind jetzt hier vorne, nämlich haben wir. Ja. Da will ich ihn woanders haben. Scheiße aus hier. So. Und dann hier rein. So. Da hier oben hoch. Den unterirdischen mehr. Aber die müsste ich ja hier noch in den Kisten haben. Machen wir noch ein paar Förderbänder, falls ich ein paar brauche. Nicht allzu viel, aber immerhin. So. Aussehen tut das alles scheiße. Auch so ein Ding hier, ne? Dass das noch da hinten rum und wo nicht überall lang geht. Nein, egal. So, das geht hier durch, darüber. Das geht ja dann irgendwann früher darüber. Und das geht früher hier hoch. Außen tut das alles wie Mucks und Molle hier. Wenn ich das mal so sagen darf. Außen tut das alles wie Mucks und Molle hier. So, aber es funktioniert halt am Ende des Tages und das ist halt eben die Krux an der Sache. Am Ende des Tages funktioniert dieser ganze Kack hier. Grandela Kack funktioniert. So, wir brauchen noch Signale hier. Hier ist auf der rechten Seite. Dann muss ich hier das Signal mitnehmen. Na. Okay, wahrscheinlich gar nicht mehr, aber ist mir auch egal. Der ist eigentlich irgendwo rum. Nicht mehr. Hinzufügen, wie heißt sie?
Mikey, die ja das. Schwierig. Würde von hier aus sagen, jetzt er kommt nicht mehr zu seinem Ziel. Das ist dann das Problem, was wir haben. Was er jetzt erstmal hier sagt, er kommt nicht mehr zum Ziel. Dann müssen wir hier erstmal ganz kurz den Bahnhof ein bisschen später einkommen lassen hier. Ich meine, das ist ja nicht so, dass der Bahnhof auch weg muss. Oh, so kommt er wenigstens zu seinem Ziel. Also er kann jetzt hier quasi dann von da kommen, hier fährt er rein, parkt hier und kann dann da reinfahren, wenn der gerade nicht da ist. Kann er da auch weg. Wenn er möchte. So, in dem Zug liegen sogar, was? Da liegt sogar Stahl drin am Ende? Okay. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber egal. Gut, das heißt, wir müssen jeden Bahnhof so ein bisschen umbauen. Irgendwann werden die Produktion und Produkte umbauen und dann wird das wahrscheinlich auch im Bus nochmal alles ein bisschen, aber das hoffe ich nicht. Das wäre noch ein bisschen sehr, 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 sehr viel Umbaumaßnahmen. Aber wir hätten hier den ersten Bahnhof umgebaut. Der jetzt quasi dann. Genau, du wartest jetzt auf den Zug, dass der durchfährt, dann kannst du hinterherfahren. Ist schon mal ganz okay soweit. Passt. Und dann haben wir hier jetzt die Blaupause, dass dann hier gerade das Stück kommt. Oder ich weiß es noch nicht. Ja, doch eigentlich schon, ne? Können sich ja schon hier drauf immer bewegen, dass sie denn, die wissen ja, dass sie da lang müssen. Ja. Irgendwie lang. Die Teile hier. Also wenn ich jetzt dann hier den mit der Weiche wieder einsetze, na gut, kann ich ja machen, ne? Also. Der hier auch passen, ne? Oben steht ein bisschen Strommasten im Weg. Okay, die kann ich ja wegnehmen, aber müsste das hier genauso stimmen. Gut, dann kann der da erst runterfahren, fährt er da erstmal vorbei. Gut, geht auch. Der muss genau da drauf. Hier der Strom ist natürlich im Weg. Klar, ne? Wäre auch zu schön, wenn man irgendwas nicht im B steht, ne? So. Dann können wir hier hinten noch die Lampen-Dingsbums dann draufsetzen. Dann müssen wir immer individuell einmal den Bahnhof anklemmen. Dass der Bahnhof Strom hat dann am Ende. Ja, und dann kommt das auf die Signale noch an und was nicht alles, ne? Da fehlen uns ja nur noch ein paar. Aber das sollte ja dann ja ganz gut funktionieren, weil dann fährt er nicht hier rein, sondern fährt er da rein und so, das passt schon. Momentan haben wir den Ausgang halt eben bloß zweimal und dann müssen wir den Bahnhof dann als nächstes umbauen. Alles klar. Könnte funktionieren, muss aber nicht. Ja, doch, sollte schon. Ne? So, und dann können wir jetzt hier die Blaupause nehmen mit den Lampen. Und können hier nochmal an diese Masten die Lampen dran setzen. Dann sollte das hier auch in der Nacht anständig leuchten. Gut, das muss ich nochmal extra bauen. Da muss ich mal einmal das Ding in die freie Pläne bauen, dass ich das dann wieder einreißen oder beziehungsweise sozusagen dann einmal umreißen kann und dann als Blaupause mitnehmen kann. So, hat das denn jetzt wieder alles Strom oder nicht? Hier unten, das hier unten ist noch mit Strom. Dann muss er das hier oben auch mit Strom machen. Bis dahin ist mit Strom. Und da ist kein Strom, weil hier gecuttet. Okay, weil da gecuttet. Die Stromverteilung ist da gecuttet. Das können wir so natürlich nicht lassen. Da müssen wir einmal die Stromverteilung da anmachen. Und dann hat man das ganze Netz einmal ganz kurz gesehen, wie es runterging. Und jetzt sieht man auch, dass der Stromverbrauch. Ui! Die Bedarfsdeckung reicht nicht mehr aus? Ah. Wir hatten jetzt so viel Strom gefressen hier. Die Dinger, aber die sich aufgeladen haben, oder was? Okay, ja, gut.
Gut, sind ja ein paar Stück abgeklemmt gewesen, alle die hier oben waren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ein paar Stück waren abgeklemmt, okay. Das hat erstmal gleich dafür gesorgt, dass hier ordentlich Elektrizität verbraucht wurde. Sehr gut, ja. Daran sieht man, wenn alles in Betrieb ist, schafft unser aktuelles System es nicht, die Sache aufrecht zu erhalten. Ja, dann werden wir das jetzt hier so weiterbauen. Und dann müssen wir dann hier die Bahnhöfe quasi nach und nach dann anbauen und annehmen und umbauen. Hier haben wir dann schon ein bisschen mehr Platz wieder dazwischen, dass das wieder geht hier, dass sie dann da hinfahren, wo sie hinfahren sollen. Wie gesagt, das, ja, wir werden es erstmal so beibehalten und das durchziehen bis hier hinten hin. Hier sollte ja eigentlich schon mal so ein bisschen Goldproduktion irgendwann mal entstehen. Das ist ja auch eine Baustelle, die nie fertig wird. Und dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal diese ganzen Dinge und Verkehrssachen auf Reihe gebracht. Zumindest die Infrastruktur im Hauptteil dessen, wo wir sie brauchen. Also das wird ja dann die Verfahrung von hier unten sein, beziehungsweise von hier hinten oder von da oben. Ich weiß, was ist hier nach oben ab hier. Also hier wird ja dann zwei große Bahnhöfe kommen, die sich um diese ganzen ankommenden Sachen da oben kümmern werden und das in Kisten verlagern und das dann weiter transportieren. Das wird ja auch noch lustig zu sehen sein, ob das klappt. Der kann hier raus jetzt eigentlich. Der ist über hier, wenn ich das richtig sehe. Weil die Verbindung über die ganzen Leitungen ja schon läuft. Naja, das ist doch schon mal ganz was okay. Also ganz gut geworden. Sieht auch sehr schön aus, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich das jetzt auch immer als Dingsbild gehabt. Achso. Okay, jetzt renne ich nicht bis da hinten, ganz hinten hin. Ja, mein Zugding könnte ich ja mal hier hochholen oder so. Müsste mir immer so ein Abstellgleis machen oder so ein paar. Naja, ich kann ja eigentlich kann ich ja immer auf so ein Stück hier stehen, dann muss so ein geraden Stück, weil die würden ja dann um mich drum herum fahren, ne? Naja. Wir werden sehen. Gut, das soll's gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit zuschaut. Wir haben jetzt in diesem Bahnhof jetzt pro Example erstmal hier so da drunter gesetzt. Mir juckt es noch, den Bahnhof so zu bauen, dass der quasi hier dazwischen passt, ne? Dass der dann so wie so ein, mit so einem Teil hier so dazwischen passt und wir dann die Dings dann da ranbauen. Aber dafür sind wir zu lang, ne? Also vier Waggons, das wird nicht passen. So eine kürzere Bahnhofsbauform haben. Oder wir müssten den Bahnhof direkt hier dran setzen. Und das ist ja nur totaler Blödsinn, obwohl das eigentlich ja, das würde sogar gehen, ne? Wenn ich hier dran setze, den Bahnhof. Bahnhof eine Tasche, ja. Hier drauf setzt er. 2, 3, ja. Ist nicht hin, ne? 1. Passt gerade so nicht dazwischen. Weil theoretisch gehen, ne? So. Der blockiert denn das quasi? Und die können immer fahren. In der Mitte. So jeden Bahnhof, wo sie wollen, können sie rausfahren. Und zur Not können sie auch geradeaus durchfahren, weil es hier gerade irgendwo ein Stau erstmal ist und dann. Aber die kommen von hier. Achso, die kommen von hier. Was ist das hier, was sie dahin wollen? Und hier kommen sie nicht, wenn sie dann. Hm. Wenn du gerade durch oder rum um 90 Grad nach unten. Ach nee, das ist ja. Dass sie da reinkommen. Okay. Aber der würde jetzt nicht auf direkten Wege hier hinkommen, dazu müsste den Wechsel machen. Ja, aber obwohl der so. Also ab dem zweiten könnte man das. Ist ja nichts weiter, also das ist ja, diese Wanne, die hier unten drin entsteht, ist ja nichts weiter als das, was hier drin ist. Ne? Na gut. Ich hab doofe Ideen. Lassen wir das lieber. So. So geht's ja auch. Wenn wir den da immer parallel dazu bauen. Wir können den ja. Wir können uns ja darauf einigen, dass wir den immer so darunter bauen, dass der mittig unter dem ist hier eigentlich immer. Dann müsste ein Bahnhof nach dem nächsten eigentlich genau reinpassen. Knapp, ne? Ein Bahnhof nach dem nächsten. Das müssen wir ausprobieren. Das ist kein Problem. Kriegen wir mal hin. Gut. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag. Bis dann. Tschüss.